Kolleginnen und Kollegen, jetzt rufe ich auf Tagesordnungspunkt 16, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Krankenpflegehilfegesetzes, Drucksache 19 zu 5143 aus 19. Berichterstatter ist der Abg. Merz. Bitte um Ihre Berichterstattung. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich berichte besonders gern, weil ich gewonnen habe. Beschlussempfehlung: Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP bei Stimmenthaltung der LINKEN den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Kolleginnen und Kollegen, gibt es dazu Wortmeldungen? Also meine Schriftführung würde sich dazu zu Wort melden. Das kann sie nur, wenn sie jemand ablöst. Und da ich keine weiteren Wortmeldungen habe, dann gebe ich das Wort der Kollegin Sommer. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das ging jetzt alles ein bisschen fix. Schön wäre ja gewesen, wenn man sich vorher schon einmal hätte einigen können, dass man zu den vorderen Tagespunkten nicht redet. Das war anders abgesprochen. Also ganz ehrlich, ich bin ja Teil des Ältestenrates, und da haben wir damals besprochen, dass wir zu diesen Gesetzen reden, auch zu den vorigen. Und wenn dann auf einmal. Deswegen stehe ich ja hier und möchte noch einmal reden, weil die Krankenpflegehilfe einfach ein wichtiges Thema ist. Wir haben in der ersten Lesung schon darüber gesprochen, dass die KPH durchlässig ist, den Berufsstart in die Pflege ermöglicht, gerade auch für Hauptschulabsolventinnen und Absolventen. Und diese Durchlässigkeit müssen wir erhalten, meine Damen und Herren. Im letzten Plenum, vielleicht erinnern Sie sich oder vielleicht wollen Sie sich auch nicht erinnern, habe ich von einer jungen Frau berichtet, die genau diesen Weg gegangen ist, nämlich erst die KPH gemacht hat und dann einen tollen Aufstieg in den Pflegeberuf. Sie sagte mir letzte Woche in einem Gespräch, dass sie reingeschnuppert habe durch die KPH in die Pflege, habe sich für den weiteren Weg in der Pflege entschieden, mit all seinen Aufstiegschancen, und bewertet KPH als wichtig, gut und ausreichend für das, was man dann auch auf der Station tut. Das heißt, es ist eine sinnvolle und sinnvolle und wertvolle Unterstützung der Fachpflege. Jedoch, und das möchte ich noch einmal betonen, KPH ist vielen nicht bekannt. Und ich wüsste gerne einmal in den Reihen von Ihnen, ob Sie sich darüber Gedanken gemacht haben, was dieser Hilfeberuf tatsächlich bedeutet. Selbst in der Klinik ist nämlich ganz oft nicht bekannt, was KPH, die Krankenpflegehilfe, ist. Und deswegen wäre es vielleicht einmal schön, wenn gerade Berufseinsteiger, aber auch die Klinikbediensteten selber wissen, was die Krankenpflegehilfe tut. Denn ganz ehrlich, wir haben da ein massives Problem, und das wird nicht weniger. Wir brauchen jeden Einzelnen, der sich für eine solche Tätigkeit im sozialen Bereich engagiert und dort Interesse zeigt. Daher möchte ich hinweisen, dass mir diese Dame gesagt hat, KPH muss man aus der Ecke herausholen, dass sie minderwertig ist. Das ist sie nämlich nicht, denn sie ist eine wertvolle Unterstützung der Fachpflege. Und in diesem Sinne wünsche ich mir, wenn wir dann über die Generalistik demnächst sprechen werden, dass wir nicht vergessen, dass wir auch die Krankenpflegehilfe brauchen, dass die bestehen bleibt, sodass wir ein durchlässiges System haben wie bisher. Herzlichen Dank. Vielen
Vielen Dank. Das Wort hat Kollegin Schott für die Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Mit Blick auf die Uhr gebe ich meine Rede zu Protokoll. Herr Staatsminister. Stimmen im Ausschuss, dem Plenum zur Empfehlung vorgelegt worden. Es kann so nicht schlecht sein. Deswegen gebe ich meine Rede auch zu Protokoll. Herzlichen Dank. Dann sind wir am Ende der zweiten Lesung. Ich lasse über den Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 19/4143 aus 19 abstimmen. Wer dem Gesetzentwurf seine Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, FDP, BÜNDNIS 90, die GRÜNEN und SPD. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Bei Enthaltung der LINKEN ist der Gesetzentwurf zum Gesetz erhoben.